Allah Azzawajal hat dir ein Gehör gegeben, statt Koran zu hören, das Gute zu hören. Was hörst du? Rap-Musik und Depp-Musik. Ist es das, was Allah von dir will? Allah hat dir dieses Gehör gegeben, damit du Unterrichte hörst. Die Wörter der Gelehrten, die Wörter der Gutestunden. Aber was hörst du? Wal-Iyadu Billah. Du guckst dir schmutzige Filme an. Und du guckst dir etwas an und du hörst, was sie reden. Das machst du mit deinen Ohren. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Augen gegeben. Anstatt damit das Gute zu sehen, subhanallah, guckst du damit die versauten Bilder. Und du guckst damit die versauten Filme. Du bekämpfst Allah mit den Gnaden, die er dir gegeben hat. Allah hat dir gesunde Beine gegeben. Einen gesunden Körper gegeben, anstatt dass du mit diesem Körper zu dem Guten als in die Moscheen, zu den guten Orten, subhanallah, gehst du, um Sinna zu machen, um in die Shisha-Bar zu gehen, um Alkohol und Drogen zu nehmen. Allah Azza wa Jal sagt, wahrlich, das Gehör und das Seelicht und das Herz, darüber wird er, wer der Diener, befragt werden. Und daher, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns liebt, wenn wir rein sind. Wir alle machen Sünden, wir alle machen Fehler, aber dann bitten wir Allah azza wa jalla um Vergebung. Aber unser Leben darf nicht ein Leben voller Sünde sein. Und unser Herz darf nicht verdorben sein. Und unsere Religion darf uns nicht egal sein. Alles, was wir haben, ist von ihm, subhanahu wa ta'ala, von niemand anderem. Und wenn du tatsächlich ein Diener sein möchtest, der Allah subhanahu wa ta'ala gefallen möchte, dann müssen wir uns ändern. Wir müssen uns ändern. Aber ich sage dir eins, ist es nicht so, dass Allah dir eine gewaltige Belohnung dafür geben wird? Du sagst mir ja, dann wo ist dein Problem? Wo ist dein Problem, dass du dich änderst? Dieses Leben, was du hier lebst, wird nichts im Vergleich sein zum Leben im Paradies.